Hallo Leute, ich möchte euch heute jede Menge Tipps rund um den Fleischwolf verraten. Dafür habe ich hier den Fleischwolf, der zu meiner Küchenmaschine gehört. Und ihr müsst jetzt nicht unbedingt diesen Fleischwolf haben, denn die Tipps helfen auch bei allen anderen Fleischwölfen. Selbst wenn ihr einen mit Handbetrieb habt, die Tipps werden euch trotzdem helfen. So, wir fangen an mit dem Zusammenbau. Und zwar habe ich hier einmal den Einfüllstutzen und hier kommt auch diese Schnecke rein. Bei dem Modell ist jetzt so eine Sollbruchstelle, so ein Plastikteil mit dabei. Denn wenn hier jetzt zum Beispiel ein Stück Knochen oder so mit reinkommt oder jemand versucht mit einem Kochlöffel da reinzustopfen, was man nicht machen sollte, dann hat man hier eben so eine Sollbruchstelle, die dann kaputt geht und nicht gleich die ganze Maschine. Die wird hier auf die Schnecke gesteckt und das Ganze kommt dann hier in dieses Einfüllrohr. So. Und damit ist der erste Teil schon mal erledigt. Dann gibt es Fleischwölfe, die zum Beispiel einen Vorschneider haben. Das sieht ähnlich aus wie so eine Scheibe, nur mit wesentlich größeren Löchern. Da wird das Fleisch dann vorher schon mal grob zerkleinert. Dann hat es die nächste Scheibe etwas leichter. Bei meinem ist so ein Vorschneider eben nicht dabei und deswegen geht es direkt weiter mit dem Messer. Bei dem Messer ist es unheimlich wichtig, dass man es richtig rum einbaut. Wer wissen möchte, was passiert, wenn man es nicht richtig rum einbaut, dem packe ich unten einen Link zu einem Bild rein. Das Bild ist von Amazon und da hat jemand eben eine Bewertung abgegeben und meinte, dass der Fleischwolf überhaupt nicht funktionieren würde und das würde ja alles nur verschmieren und überhaupt. Wenn man ganz genau hinschaut, dann kann man erkennen, dass er dieses Messer verkehrt rum eingebaut hat. Und dadurch kann dieses Messer natürlich auch nicht vernünftig schneiden, denn das muss mit der Schneide auf die Platte und durch die Drehbewegungen schneidet es dann eben das Fleisch und dann kommt am Ende auch Hackfleisch bei raus. Deswegen ganz wichtig, das Messer richtig rum reinlegen. So. Und dann kommt die Scheibe drauf. Bei der Scheibe gibt es verschiedene Körnungen. Ich habe jetzt eine mittlere, je nachdem, was ihr damit machen wollt, aber dazu kommt später noch mehr. So, die Scheibe kommt jetzt hier drauf. Dann gibt es Fleischwölfe, bei denen die Scheibe dann eben in dem Einfüllrohr verschwindet. Dann gibt es noch einen zusätzlichen Spannring. Der ist bei meinem Modell jetzt nicht vorgesehen. Deswegen kommt jetzt hier dieser Schraubring drauf und damit fixiere ich das Ganze. So. Für alle, die jetzt eine größere Menge Fleisch durchlassen wollen, denen empfehle ich, sowohl das Fleisch, aber auch den Fleischwolf im Kühlschrank zu kühlen. Denn durch diese ständige Drehbewegungen und gerade bei größeren Mengen wird er eben leicht warm und das führt dann zu einem schlechteren Hackfleischergebnis. Und da Hackfleisch eben aufgrund der Struktur eine höhere Anfälligkeit für Bakterien hat, empfehle ich dann, den Fleischwolf vorher zu kühlen. In meinem Fall ist es jetzt nicht notwendig, weil ich jetzt nicht allzu viel Fleisch habe. Aber falls ihr mehr verarbeiten wollt, unbedingt vorher kühlen. Dann werde ich den Fleischwolf jetzt auf meine Küchenmaschine stecken und dann ist hier so ein Arretierungshebel, der sorgt dafür, dass es während dem Arbeiten sich der Fleischwolf eben nicht von der Maschine löst. So, der kommt jetzt da dran. Dann gibt es hier noch so eine Einfüllschale, die stecke ich hier oben drauf. So, gut. Das Einzige, was mich jetzt bei dem Modell stört, ist, dass das Ganze ziemlich weit unten ist. Das heißt, ich brauche schon eine flache Schale, dass die da drunter passt. Und dann geht es auch schon ans Fleisch. Hier habe ich jetzt gemischtes Fleisch, also einmal Schwein und einmal Rind, beides aus der Keule jeweils. Und hier ist noch eine Sehne mit dran. Die ist jetzt noch relativ klein, die könnte man auch dran lassen, aber wenn ihr größere Sehnen habt, dann solltet ihr die eventuell wegschneiden, dass die eben nachher nicht euren Fleischwolf blockiert und dann eben dafür sorgt, dass das Ganze verstopft. Deswegen, also kleinere Sehnen können dranbleiben, größere unbedingt abmachen. Dasselbe gilt auch für Knochen, die müssen ab, denn das schafft der Fleischwolf nicht. Dann werde ich mir das Fleisch schon mal klein schneiden, dass es in die Einfüllöffnung passt. Und zwar werde ich mir das in Streifen schneiden und nicht in Würfel. Warum? Das seht ihr gleich. Dann werde ich mir den Fleischwolf schon mal einschalten. Und dann das Fleisch einfädeln. So. Und jetzt kann man gut erkennen, dass der Fleischwolf eben durch die Drehbewegung, durch die Schnecke, das Fleisch schon selber reinzieht. Und dadurch brauche ich den Stopfer fast gar nicht. So, einmal einfädeln.
bei dem Fleischwolf brauche ich jetzt doch den Stopfer. Normalerweise bei den größeren Geräten, die wir auf Arbeit normalerweise haben, die sind da etwas kräftiger und bei denen geht das ganz gut. Aber hier bei dem muss ich ein bisschen nachhelfen. So, mein Fleisch ist durch und jetzt möchte ich den aber noch gerne etwas vorreinigen und dafür habe ich mir schon mal eine Möhre vorbereitet. Ihr könnt statt Möhren, wenn ihr danach zum Beispiel Frikadellen von machen wollt, könnt ihr auch ein Brötchen nehmen, irgendwas hinterher schicken, dass das Fleisch schon mal hier aus der Scheibe rausgeht, denn eine Möhre geht deutlich leichter aus dieser Lochscheibe als das Fleisch. Deswegen werde ich jetzt noch eine Möhre hinterher schicken. So habe ich meinen Fleischwolf jetzt gut vorgereinigt und kann den dann nachher eben unter fließendem Wasser und unter Zuhilfenahme von einer einfachen Spülbürste ganz einfach sauber machen. Noch ein kleiner Tipp am Rande, keine rohen Zwiebeln durch den Fleischwolf lassen, denn je nachdem aus was für einem Material er ist, oxidiert die Zwiebel und es gibt nachher so einen richtig fiesen, bitteren Geschmack. Also von daher entweder vorher anschwitzen oder die Zwiebeln von Hand in Würfel schneiden. Dann geht es darum, brauche ich überhaupt einen Fleischwolf? So ein Fleischwolf ist halt ganz praktisch, weil man den Anteil an seinem Fleisch selbst bestimmen kann. Also wie viel Schwein, wie viel Rind möchte ich oder möchte ich eventuell noch Geflügel mit drin haben. All das kann ich selber entscheiden, genauso wie den Fettgehalt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schweinenacken damit reinmache, dann habe ich ein deutlich fettigeres Ergebnis beziehungsweise auch saftiger, wenn ich da zum Beispiel Buletten von machen möchte. Allerdings, eins möchte ich noch dazu sagen, das selbst durchgelassene Hackfleisch ist preislich nicht wirklich günstiger, als das man jetzt zum Beispiel beim Metzger kauft. Das könnte unter Umständen, je nachdem was für Fleisch man nimmt, sogar noch etwas teurer sein. Also ein Ersparnis ist es nicht wirklich. Man hat allerdings auch den Vorteil, wenn man jetzt zum Beispiel sonntags frische Burger machen möchte, dann kann man die auch frisch durchlassen und muss das Fleisch eben nicht schon ein oder zwei Tage vorher kaufen, je nachdem. Von daher hat man da eben, gerade bei Hackfleisch, auch eine frische Grundlage oder ein frisches Fleisch. Man kann so einen Fleischwolf auch durchaus noch für andere Sachen verwenden. Zum Beispiel für Gemüse, so wie eben bei meiner Möhre. Da kann man auch Sellerie gut durchlassen und daraus dann eben eine Gemüse-Bolognese machen, zum Beispiel. Man kann auch Käse durchlassen, dann hat man nachher so einen gewürfelten Reibekäse, den kann man dann gut auf die Pizza machen. Dafür sollte der Käse aber schon ziemlich hart sein. Ansonsten würde ich den eher mit einer anderen Küchenmaschine oder mit einer Handreibe machen. Dann kann man sich zum Beispiel zu Hause auch Leber durchlassen für Leberknödel oder Leberspätzle. Oder aber man kann Falafel selber machen und dafür dann eben die Kichererbsen da durchlassen. Das geht auch ganz wunderbar. Man kann damit auch sehr gut Rahmspinat machen. Dafür den Spinat am besten vorher blanchieren und dann durch den Fleischwolf lassen. Und dann eben mit ein bisschen Sahne hat man einen wunderbaren Rahmspinat. Dann gibt es für den Fleischwolf bzw. auch für die anderen Modelle verschiedene Aufsätze. Da könnte man dann zum Beispiel Plätzchen mitmachen, so Spritzgebäck. Oder aber man kann Wurst selber machen. Dann gibt es extra so noch so einen Wurstfüller. Und von daher hat man da eben viele Möglichkeiten, wie man den Fleischwolf noch anderweitig einsetzen kann. Für den Fleischwolf gibt es auch verschiedene Lochscheiben als Einsatz. Je nachdem, was man machen möchte. Ich habe jetzt nur die mittlere Größe. Wenn ihr die grobe Größe habt, damit kann man wunderbar Burger machen, denn dann hat man nachher noch einen schönen, kräftigen Geschmack bzw. man hat auch schön was zu beißen und die ist dafür am besten geeignet. Die mittlere Scheibe ist eher für Hackfleisch zum Beispiel oder eben Kichererbsen und die feine Scheibe, damit kann man schon fast eine Farce machen. Also wenn man zum Beispiel einen Leberkäse oder so machen möchte, dann kann man die durch die feine Scheibe ein-, zweimal durchlassen und hat dann eben auch eine schöne, feine, cremige Fleischmasse, die man dann zum Beispiel für Leberkäse verwenden kann. Die Lochscheibe nach dem Gebrauch und nach dem Reinigen am besten ganz leicht einölen oder eben so ein Küchenkrepp nehmen und da drin einwickeln mit etwas Öl, dass die nicht anfängt zu rosten. Denn je nachdem aus was für einem Material die ist, kann es passieren, dass die Flugrost ansetzt und das ist dann nicht wirklich lecker. Ich baue jetzt meine Maschine wieder auseinander. So.
Dafür vorne einfach den Spannring abnehmen. So. Und dann am besten hinten drücken, dann kommt vorne die Scheibe raus. Hier kann man jetzt auch schön, hier kann man jetzt auch schön sehen, dass hier ziemlich viele Möhren drin sind. Das sieht jetzt ein bisschen nach Sauerei aus. Und dass die Löcher relativ frei sind, weil da steckt jetzt nur noch Möhre drin und kaum noch Fleisch. Und dadurch lässt es sich eben leichter reinigen. Ich hoffe, ihr konntet jetzt einige nützliche Tipps mitnehmen zum Thema Fleischwolf. Ich werde jetzt das Hackfleisch gleich verarbeiten, aber was daraus wird, das erfahrt ihr dann im nächsten Video. Und somit sind wir am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, viel Spaß beim Kochen.